Und wir schauen als erstes live auf das Bundeskanzleramt, wo in diesen Minuten die Konferenz zwischen Bund und Ländern beginnt, wo entschieden wird, wie es weitergehen soll. Das sind Live-Bilder hier aus dem, man muss sagen, trüben und regnerischen Berlin. Hoffen wir mal, dass das keine Symbolik ist. Ja, und welche Schlüsse ziehen die Regierungschefs aus Bund und Ländern? Das ist ja eben die Frage, die wir uns hier in dieser Bild-Live-Sondersendung fragen. Und die Karlsruher Richter, der Karlsruher Richter haben heute entschieden, dass die Bundesnotbremse und die Schulschließungen in der dritten Corona-Welle eben rechtens waren. Und unter anderem darüber wollen wir sprechen mit unserem Bild-Vize Paul Ronsheimer, der bei uns im Studio ist und direkt einen Handyalarm hat. Handyalarm, in diesem Moment ist der Beschlussvorschlag reingekommen. Und ich kann ihn vielleicht einfach direkt einmal vorlesen. Also das ist der Vorschlag der B-Länder. Darin heißt es, was sind die B-Länder? B-Länder sind die CDU-Länder, also die sozusagen aus der Union kommen. Und da gibt es folgenden Vorschlag. Ungeimpfte Personen dürfen sich nur mit maximal 5 Personen aus maximal 2 Hausständen treffen. Geimpfte, Genesene sowie für Kinder unter 12 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Also eine Art Lockdown für Ungeimpfte. Clubs und Diskotheken werden geschlossen, da es sich um Bereiche handelt, die mit einem besonders hohen Risiko für Mehrfachansteckungen verbunden sind. Bei Großveranstaltungen darf die Kapazität nur zu einem Drittel ausgelastet werden. Und in Gebieten mit einer außerordentlich hohen 7-Tages-Inzidenz können über die vorgenannten Maßnahmen hinausgehende Beschränkungen begriffen werden. Und die Länder bitten den Bund, sofern die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht vom Deutschen Bundestag festgestellt wird, bis zum 10.12. das Infektionsschutzgesetz dahingehend anzupassen, dass die Maßnahmen der Länder vollumfänglich zur Verfügung stehen. Das ist aktuell reingekommen, der Vorschlag der Länder. Der CDU-geführten Länder. Mhm. Genau so sieht es aus. Das heißt, wir müssen noch abwarten, was die SPD-geführten Länder sagen und wie es dann eben auch in der Bundesregierung wahrscheinlich nicht so sehr in der aktuellen, sondern in der die nächste Woche die Regierung anführen wird, also die Ampelkoalition sagen wird. Ich rede ein bisschen weiter, während Paul noch auf seinem Handy weiter schaut. Paul? Also, es gibt eine Protokollerklärung Schleswig-Holsteins. Und Schleswig-Holstein sieht hinsichtlich der Ziffern 2 und 3 die Notwendigkeit, diese Inzidenz abhängig zu gestalten. Da geht es um Clubs und Diskotheken. Auch hier wieder die Debatte. Also, Schleswig-Holstein mit einer geringen Inzidenz will nicht sofort Clubs und Diskotheken schließen. Schleswig-Holstein regiert von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther. Alle anderen CDU-CSU-Ministerpräsidenten wollen das. In einer Koalition zusammen, eine Koalition, wie wir sie ja auch jetzt im Bund haben werden, nämlich eine Ampelkoalition. Genauso sieht es aus und deswegen ist sozusagen dort die Politik vorsichtiger. Aber vielleicht mit Jamaika, Entschuldigung, nicht Ampel, mit Jamaika. Genau. Aber vielleicht fasse ich noch mal zusammen. Also das ist der Vorschlag, geprägt auch von Ministerpräsident Wüst aus NRW, der sozusagen den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz hat. Man will einen Lockdown für Ungeimpfte, man will Clubs und Diskotheken schließen, Großveranstaltungen nur zu einem Drittel auslasten und die Länder wollen das Gesetz noch mal verschärfen und in Gebieten bei einer hohen 7-Tages-Inzidenz können darüber hinausgehende Maßnahmen und Beschränkungen ergriffen werden. Das ist eine große Frage, was bedeutet das dann für Ungeimpfte? Das in diesem Moment das Aktuellste, was man sozusagen erfahren kann aus dieser, die jetzt ja um 13 Uhr beginnen soll, dann mit allen Ministerpräsidenten. Und das alles vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts heute Morgen, dass eben die Bundesnotbremse in der dritten Pandemiewelle rechtens war, genauso wie die Schulschließungen. Und die Frage ist eben, ob das sozusagen auch als Blaupause genutzt werden kann für eine erneute Bundesnotbremse. Und genau das hat Helge Braun, der noch amtierende Kanzleramtschef, nämlich sofort im Anschluss an das Urteil gefordert. Wir schalten vor das Bundeskanzleramt, wo unser Reporter Peter Thiele steht. Peter, es ist ja eine digitale Konferenz, die da heute stattfindet, die in diesen Minuten startet. Wer ist denn in persona überhaupt anwesend? Also Olaf Scholz ist da und natürlich
zwei Ministerpräsidenten, so wie sich das gehört, immer noch der Berliner, der muss mit dabei sein, weil der ist zwar jetzt schon in den Bundestag gewählt, aber er ist noch in Amt und Würden, Herr Müller, und dann wird Herr Wüst, glaube ich, mit dabei sein. Aber entscheidend ist nicht, wer hier mit in persona da ist, sondern tatsächlich, wer sich wo durchsetzt und ob die Union hier tatsächlich noch einmal punkten kann oder ob die Ampel bei ihrem Kurs bleibt. Peter, was erwartest du von der Ministerpräsidentenkonferenz heute? Also nicht viel. Es ist viel, viel heiße Luft. Und die Grundfrage, die über allem schwebt, ist, warum soll ganz Deutschland eigentlich in den Bayern-Lockdown? Es gibt Bundesländer, die haben größere Probleme, als es andere haben. Die Bundesländer haben, um in der Sprache der Ministerpräsidenten mal zu bleiben, einen großen Besteckkasten, einen großen Instrumentenkasten, aus dem sie sich bedienen können. Es kann allenfalls, so hören wir auch aus Ampelkreisen, nachgeschärft werden. Aus SPD-Ländern hören wir auch, es soll gehen, ein Vorschlag, der schon vor mehreren Tagen auch aus SPD kam, es soll gehen auch um die Schließung von Bars, Diskotheken und Clubs. Das sieht man ganz als dringend an und Großveranstaltungen sollen abgesagt werden. Damit man das flächendeckend machen kann, müsste nochmal im Infektionsschutzgesetz vielleicht nachgebessert werden. Dazu ist die Ampel bereit. Das hat Olaf Scholz signalisiert, Christian Lindner hat das auch signalisiert und die Grünen haben da auch nichts gegen. Also da könnte man tatsächlich an dem erst kürzlich geänderten Gesetz nochmal rumschrauben. Aber zu großen anderen Sachen ist man bei der Ampel nicht bereit. Und wir haben ein totales Paradoxon. Wir haben momentan ja zwei Regierungen, die da am Tisch sitzen. Die noch geschäftsführend da ist, aber eigentlich schon weg ist. Nämlich die Merkel-Regierung, also die GroKo und dann die andere. Das ist dann halt die Ampel. Und das sind zwei verschiedene Politikstile. Das muss man einfach sehen. Das eine war so eine Art Corona-Zentralkomitee, wo man von oben nach unten durch entschieden hat, dann für die ganzen Länder, wo auch die 16 Ministerpräsidenten nicht sonderlich selbstbewusst waren, sondern dann gesagt haben, dann soll doch der Bund entscheiden, wir setzen uns mit dem Bund zusammen, wenn der Bund zahlt, machen wir auch alles Mögliche mit. Das ist vorbei. Dafür steht dann Olaf Scholz, Christian Lindner und auch Robert Habeck, dass sie sagen, Leute, wir haben jetzt an die Länder die Kompetenzen zurückgegeben. Das läuft wie in einer Bundesrepublik üblich streng nach Verfassung mit den Parlamenten zusammen und macht, was ihr machen könnt, weil das Pandemiebekämpfung ist halt nicht Bundessache, sondern irgendwie Ländersache. Und ein großer Lockdown, wenn der nicht hinzukriegen ist, dann macht es auch 16 kleine Lockdowns, die man de facto herstellen kann. Aber kommt nicht immer zum Bund und bettelt, dass wir für euch die harten Entscheidungen treffen. Also die bundesweite Notbremse, die Helge Braun direkt im Anschluss an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gefordert hat, siehst du nicht auf uns zukommen? Nee, das ist einfach blanke Polemik, weil das rechtlich so nicht möglich ist. Also dafür müsste man dann das Infektionsschutzgesetz schlicht und ergreifend wieder ändern. Und da ist die Ampel ganz, ganz klar. Und wenn Herr Braun will, dass ein bundesweiter Lockdown kommt, dann muss er mit dem Ministerpräsidenten reden. Dann müssen halt die 16 Ministerpräsidenten diese ganzen Einzelmaßnahmen so komprimieren, dass daraus dann ein de facto Bundeslockdown wird. Und wir können und das ist die Argumentation, die auch aus der Ampel kommt. Man kann doch nicht immer gleich die größte Keule, die man im Besteckkasten hat, nehmen und damit zuschlagen, sondern man muss doch abgestuft vorgehen von Land zu Land. Die Voraussetzungen sind einfach unterschiedliche. Und was die Ministerpräsidenten da mal erklären müssen, ist, wie es kommt, dass irgendwie Saarland früh angefangen hat, durchzuboostern und durch ist. Hamburg hat eine Impfquote, die de facto bei über 90% liegt. Und warum sieht es dann in Bayern und in anderen Ländern anders aus? Warum haben die Bayern nicht mal die Leute durchgeboostert, die sich bei ihnen zweimal haben impfen lassen? Das sind alles Fragen, die sich die Länderchefs dann auch gefallen lassen müssen. Auch vom Bund, auch von der Ampel, auch von anderen Ministerpräsidenten. Weil so groß ist die Eintracht unter den Bundesländern dann am Ende nämlich doch nicht. Und das, was Herr Braun macht oder was auch andere machen, da ist natürlich unglaublich viel Parteipolitik drin. Da möchten auch noch mal Politiker, die bisher an der Macht waren, klarstellen, wir lagen richtig. Peter, bring dich erstmal kurz ins Trockene. Wir werden gleich wieder zu dir schalten. Wir haben auch gesehen bei den vorfahrenden Gästen im Kanzleramt, wie es da regnet. Vielen Dank erstmal dafür. Olaf Scholz wird heute bei uns im großen Interview sein, direkt im Anschluss an diese Konferenz der Ministerpräsidenten und uns Rede und Antwort stellen im Bild-Schnelltest. Paul, du wirst das Gespräch mit ihm führen. Aber lass uns mal kurz schauen, wie Jens Spahn, der noch Gesundheitsminister, auf das Urteil aus Karlsruhe reagiert hat. Da gibt es einige Aussagen, die er direkt getroffen hat. Kira. Genau. Unter anderem hat er gesagt, das Urteil schafft Klarheit. Die Bundesnotbremse war verhältnismäßig, weil der Staat Leben und Gesundheit seiner Bürger schützen musste. Deine Einschätzung, Paul?
Er hat zurückgerichtet sicherlich recht, was sozusagen das Urteil angeht, dass das eben beschlossen wurde vom Bundesverfassungsgericht, dass es diesen Beschluss gab. Was andere Politiker momentan machen, das sehe ich sehr kritisch. Denn zum Beispiel Markus Söder oder auch Michael Kretschmer, die nutzen den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, um jetzt zu sagen, dass sozusagen eine bundesweite Lockdown auch jetzt möglich sein müsste. Und das ist, finde ich, etwas, was man so nicht stehen lassen kann. Denn die Situation im Winter, Anfang des Jahres und der Situation jetzt ist eine völlig andere. Wir haben eine Impfquote von über 70%. Und man kann nicht sagen, das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, ja, der damalige Beschluss war rechtens. Das bedeutet nicht, dass es auch diesmal rechtens wäre. Das sieht man ja vor allen Dingen auch an den aktuellen Zahlen. Die Inzidenz ist zwar hoch, es gibt viele Neuansteckungen, dennoch ist die Krankenhausinzidenz, die Hospitalisierungsinzidenz ja gar nicht so hoch, weil eben so viele Leute geimpft sind und weil die Impfungen nämlich eben wirken. Wir schauen noch weiter, was Jens Spahn gesagt hat. Und zwar, das sollte jetzt auch den Parteien Orientierung bieten, die wegen rechtlicher Bedenken schärfere Maßnahmen bislang ausgeschlossen haben. Also, das ist ein Appell an die Ampel natürlich gerichtet, die ja die epidemische Notlage hat auslaufen lassen. Auch das ist genau das, was ich gerade kritisiert habe. Also, wenn Jens Spahn jetzt sagt, das sollte ein Zeichen sein, nein, das ist kein Zeichen. Da ging es um eine Situation Anfang vergangenen Jahres und es ging um die Frage, ob damals die Schulschließung, ob der Lockdown, ob die Schließung von Läden rechtens war. Das wurde mit einem Ja des Bundesverfassungsgerichts beantwortet, ob das verfassungsgemäß war. Aber was jetzt passiert, ist eben eine völlig andere Frage. Und da muss die Politik auch aufpassen, dass sie da nicht etwas benutzt und sozusagen sich jetzt das Urteil, den Beschluss des Verfassungsgerichts nimmt und einfach sagt, naja, dann müssen wir das jetzt auch machen. Genau dazu hat Jens Spahn sich auch geäußert. Zitat schauen wir uns auch noch mal an. Der Urteilsspruch ist kein Freibrief für willkürliche Eingriffe in Grundrechte. Bundesweite Einschränkungen des öffentlichen Lebens müssen zeitlich befristet sein, regional ausdifferenziert werden und sich am Pandemiegeschehen orientieren. Ja, Jens Spahn ist ja auch jemand gewesen, der dafür war, dass die pandemische Lage, die epidemische Lage nationaler Tragweite beendet wird. Er war mehr auf Ampelkurs als andere Politiker und hat sich aber wieder umentschlossen. Hat sich dann wieder umgedreht und hat jetzt wieder sich sozusagen auf den Kurs der eigenen Partei und vor allem auch der CSU begeben. Also das ist auch ein ziemliches Hin und Her des Gesundheitsministers. Das versteht man nicht mehr so richtig. Paul, wir haben ja schon einige Ministerpräsidentenkonferenzen jetzt hinter uns. Einige gingen ja wirklich bis in die Nacht. Was meinst du, wie lange wird das heute gehen? Denn Olaf Scholz hat sich ja schon angekündigt, dass er heute Nachmittag hier bei dir im Studio ist. Es ist ja keine klassische Ministerpräsidentenkonferenz, sondern es ist eine Telefonschalte, so wollte man das benennen, also die Kanzlerin mit Olaf Scholz und den Länderchefs. Das ist etwas, was es in der Form noch nicht gegeben hat. Davor hat es sozusagen immer einen Druck gegeben, dass es auch Beschlüsse geben sollte. Also Olaf Scholz wird hier irgendwann am späten Nachmittag sich dem Interview stellen. Hoffen wir, dass es nicht früher Abend wird. Also lass uns doch mal kurz zusammenfassen, Paul, was wir bisher wissen, was wir an Insider-Informationen exklusiv haben hier bei Bild Live, was aus der Beschlussvorlage der CDU-geführten Länder hervorgeht. Beschlussvorlage heißt, ist das, was man empfiehlt zu beschließen. Genau, das ist das jetzt, was in diesem Moment dort in der Schalte diskutiert wird. Da geht es um einen Lockdown für Ungeimpfte am Ende. Also, dass sie mehr oder weniger am Leben nicht mehr teilnehmen können, sondern nur noch zum Beispiel in die Apotheke, in den Supermarkt gehen können. Aber alles 2G damit und Ungeimpfte bleiben draußen bei allen Freizeitaktivitäten, die es gibt. Dann ist der Vorschlag, Diskotheken und Clubs zu schließen bundesweit. Das ist ein Vorstoß, der auch von den B-Ländern kommt. Und dann gibt es den Vorstoß, dass man das Gesetz, also dass die Ampelkoalition das Gesetz noch einmal ändern solle, damit die Länder diese Dinge überhaupt umsetzen können. Und dann gleichzeitig gibt es die Hoffnung oder den Wunsch, dass bei einer bestimmten Inzidenz noch weitere Maßnahmen umgesetzt werden können. Das ist ein bisschen offen gehalten in diesem Beschluss. Da geht es dann um die Frage, was dann zum Beispiel mit Geimpften passiert. Nochmal ganz konkret, es wurden von Clubs und Diskotheken gesprochen, also nicht von Bars. Das heißt auch keine Kneipen, wenn man Bars ein bisschen weiter interpretieren würde. Und die Gastronomie ist auch nicht betroffen.
von Restaurants und Bars spricht keiner, wobei man bei Bars dann definieren doch, muss. Doch, du hast gesagt Clubs und, genau, Bars. Clubs und Discos, aber keine Bars und Restaurants. Sorry. Da, genau, da, also bei Restaurants, da geht es dann um die Definitionsfrage. Da wird man jetzt sehen, wie da diskutiert wird, auch zwischen den verschiedenen Ländern. Wir haben ja schon einmal, oder es gibt dort sozusagen in dem Teil auch etwas von Herrn Günther, der sagt, Daniel Günther, dem Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der sagt, nein, so können wir das nicht machen. Das muss von der Inzidenz abhängig sein. Also da war man sich auch nicht komplett einig bei CDU, CSU. Und jetzt wird man sehen, was sagen die SPD-geführten Länder dazu. Wir achten ganz genau dabei auf dein Handy während dieser Ministerpräsidentenkonferenz, weil sobald wir da nähere Informationen haben, wirst du dich natürlich mit Handyalarm bei uns melden.